Hey Leute, schön sind ihr auch diese Woche wieder dabei beim zweiten Teil von meinem Burger Step by Step. Legen wir doch am besten gerade los. Und zwar tun ich euch mal sagen, was wir für Zutaten zu unserem Burger Bun brauchen. Wir haben einerseits Mehl, Milch, Salz, Zucker, Ahornsirup, Hefe und hochwertiges Rapsöl. Gut, legen wir doch am besten gerade los und ich zeige euch Step by Step, wie das mit dem Burger Bun funktioniert. Ich habe jetzt bereits schon alle trockenen Zutaten in die KitchenAid da. Tun das jetzt dann kurz einmal durchmischen. In der Zwischenzeit tue ich die abgewogene Hefe in der leicht Zimmertemperatur warmen Milch auflösen und nachher den ganzen Rest dazu für 10 bis 15 Minuten durchknetet, dass wir saubere, kompakte Masse haben. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum das in meinen Burger Buns Zucker drin hat. Es ist so, dass Hefe ja ein Pilz ist und der kann auf verschiedene Art und Weise reagieren. Das heisst, wenn man dem Zucker gibt, das ist wie Nahrung für die Hefe. Das heisst, es gibt eine Reaktion und die Hefe dehnt sich aus. Das heisst, unsere Brötchen werden da Volumen zunehmen. Bei mir hat sich jetzt die Hefe wunderbar aufgelöst. Ich habe bereits schon einige Flüssigkeiten hier dazugegeben. Jetzt noch Milch mit der aufgelösten Hefe dazu. Und jetzt rühren wir das nochmal kräftig durch für etwa 10 bis 12 Minuten. Es sind jetzt etwa 4 Minuten vergangen. Ich habe den Teig geknetet und ihr seht, wie kompakt er bereits schon geworden ist. Ist auch sehr glatt, klebt nicht und das ist sehr gut. Lassen wir ihn jetzt aber noch die restliche Zeit in der Maschine ein bisschen kneten. Unser Burger Bun Teig ist jetzt fertig geknetet. Das sieht so aus. Mit Folie abdecken und für eine Stunde anlassen. Wir sehen das später wieder. Die Zeit, wo wir warten müssen, bis unser Burger Bun Teig fertig aufgegangen ist, eignet sich natürlich hervorragend, um jetzt noch eine geile Soße zubereiten für unsere Burger. Ich mache das jetzt relativ Freestyle mit Sachen, die ich im Kühlschrank hatte. Ich habe dazu Essiggurken und scharfe gefüllte Peperoni, ein bisschen Mayonnaise und ganz wichtig, der Essig von der Essiggurken. Weil der eignet sich nämlich hervorragend vom Geschmack, um die Konsistenz von unserer Burgersoße schlussendlich zu bestimmen. Die Sachen tue ich jetzt alle klein schneiden. Und nachher mit meinem Stabmixer schön durchmixen. Let's go! Meine Zutaten sind klein geschnitten. Ich tue jetzt die Mayonnaise dazu, Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver. Das ganze Rezept auch zu dieser Soße tue ich euch unten dran auch noch aufschreiben. Und dann mixen wir es durch. Das ist jetzt Weltpremiere für mich, dass ich diese Soße probiere. Ich habe die vorher noch nie gemacht. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Ich kann mir vorstellen, dass es noch recht geil kommt mit meinem Burger und dem Burger Bun. Eine Stunde ist jetzt vorbei. Der Teig ist gegangen, ungefähr doppelt so gross geworden. Was wir jetzt machen, wir den Teig portionieren. Ich habe ein Backblech vorbereitet, wo wir die absetzen. Und nachher gibt es noch einen ganz speziellen Trick von mir. Ich habe jetzt den Ofen auf 50 Grad vorgeheizt. Auf ein Backblech lauwarmes Wasser da. Das schon mal reingeschoben und sobald wir jetzt die Buns portioniert haben, schieben wir die hier rein für nochmal eine halbe Stunde und durch den Wasserdampf gehen die nochmal schön auf. Den Teig habe ich hier
Den nehmen wir jetzt doch gerade mal raus. Immer schön 70 Gramm portionieren. Die tun wir jetzt mit der Handfläche schön rund formen. Da könnt ihr wirklich auch recht Druck geben mit der Handfläche. Und immer so eine schöne Kreisbewegung machen. Und dann kommt das wunderbar. Wenn man jetzt so die Teige anschaut, habe ich die wirklich schön sauber abgerollt und mit genug Abstand verteilt. Und jetzt nehmen wir die nochmal für eine halbe Stunde in den Ofen mit dem Blech mit Wasser drin. Timer läuft, 30 Minuten. Wow, schaut euch das mal an. Die sind jetzt richtig schön aufgegangen, die Burger Buns. Richtig schön fluffig. So, der Ofen wird jetzt vorgeheizt auf 250 Grad. Sobald er die Temperatur erreicht hat, abschalten auf 230 und dann werden die backen für 5 bis 6 Minuten. Zuerst tun wir es aber noch schnell einstreichen mit einem Ei aufgeschlagen und ein bisschen Wasser dazu. In der Zwischenzeit, wo sie da vor im Ofen aufgegangen sind, habe ich das Fleisch, das ihr im letzten Video ja gesehen habt, mal ein bisschen vorportioniert. Und zwar habe ich da zwei Stück abgeschnitten. Ihr seht, die Folie ist noch dran, die nehme ich dann nachher weg. Wird dann nachher schön scharf gebraten. Geiler, saftiger Burger, jetzt habe ich Hunger. Jetzt sind wir die noch schnell einpinseln, mit einem aufgeschlagenen Ei und ein bisschen Wasser gemischt. Ich habe auch noch eine Prise Salz dazugegeben, damit das Ganze einfach noch ein bisschen schmackhafter ist. Ihr denkt jetzt bestimmt, ah, Burger Bun, da braucht Sesam drauf. Ich sage, Sesam könnt ihr irgendwo in einem asiatischen Gericht verwenden von mir aus, aber ich weiss auch nicht, warum man das auf einem Burger Bun sollte haben. Ich finde, das braucht es nicht. Gut, nach 8 Minuten sind jetzt unsere Burger Buns fertig. Ich habe jetzt schon mal zwei weggenommen zum Essen für mich. Haben sie halbiert und nochmal in den Ofen geschoben, dass sie innen dran auch noch so ein bisschen eine knusprige Innenseite bekommen. So, jetzt müssen wir natürlich noch unsere Burger Patties braten. Ich habe dazu meine Gusseisenpfanne aufgestellt. Burger Patties sehen ihr da. Dort ist jetzt die Folie noch dran, die nehmen wir aber gerade weg. Et voilà, Folie, Folie. Jetzt tun wir die noch mit ein bisschen Salz würzen. Dann haben wir diese Seite und die andere. Dann tun wir hier Öl in die Pfanne. Könnt ihr hier mit unserer Palette ein bisschen flach drücken. Wichtig ist natürlich, dass wir am Anfang eine genug heiße Temperatur haben, dass sich eine schöne Farbe bildet. Es braucht jetzt alles in allem sicher etwa so 3-4 Minuten pro Seite, dass sie innen dran dann schön medium sind. Wenn ihr jetzt natürlich einen dickeren Durchmesser habt, dann tun wir es am besten nach diesen 3 Minuten pro Seite noch bei 180 Grad im Ofen für etwa 3 bis 4 Minuten garen. Schneidet da mal einen auf, damit ich eine Garstufe sehe. Dann könnt ihr den nachher auch wieder zusammensetzen. Seht ihr das? Wow, oder? Schön medium, genau so wie ich es will. Tipptopp, Fleisch fertig gebraten, Burger Bun parat, Soße gemacht. Noch kleine Garnitur geschnitten, die ihr hier seht. Jetzt setzen wir das Ding doch zusammen. Nehmen wir zuerst mal ein bisschen Soße. Auf dem Boden verteilen. Salatblatt, zwei Tomatenscheiben. Beim anderen genau dasselbe. Salatblatt, zwei Tomatenscheiben. Dann das ultra geile, saftige Burgerfleisch.
Da nochmal. Zack. Oben drauf. Löffel Soße. Deckel drauf. Et voilà. Self-made Burger. Ich wüsste, was drin ist. Schmeckt bombastisch. Und dann würde ich jetzt noch sagen,